GZ ist Z. Überraschendes Aus für Luise von Fink. Nach einem Jahr ist Schluss für Luise von Fink, 23. Die Schauspielerin steigt bei der Dance ab gute Zeiten, schlechte Zeiten wieder aus, wie RTL am Donnerstag verkündete. Letzter Auftritt ist schon vorbei. Ihre Rolle Jule Vogt lässt Berlin hinter sich und geht zurück nach Heidelberg, um ihre Ausbildung zur Krankenschwester fortzusetzen. Ihren letzten Auftritt hatte Luise von Fink bereits in der Folge vom 9. November. Wie kam es zu dem plötzlichen Aus? Das steckt hinter dem Aus. Nach dem ganzen Hin und Her mit Tuna musste Jule einfach einen Schlussstrich ziehen, um sich von ihm und der ganzen Sache zu distanzieren, erklärte die Luise im Interview mit RTL den Weggang ihrer Figur. Weiter sagte sie, ich höre bei GZSZ auf, weil ich gerade solchen großen Hunger auf neue, unterschiedliche Rollen, Figuren und Geschichten habe. Die Zeit bei Deutschlands erfolgreicher Dance-Up sei für sie sehr aufregend, aber auch herausfordernd gewesen. Trotz des intensiven Pensums, sei der Spaß aber nicht zu kurz gekommen. Rückkehr nicht ausgeschlossen. Schon nach einem Jahr habe ich echt tolle Freunde gefunden, die mir jetzt im Alltag sehr fehlen, besonders meine Spielschwester Linda Mahlenrunge, spielt Annie Brehme, anmerk. Red, so Luise von Fink weiter. Eine Rückkehr ist aber nicht ausgeschlossen. Der Abschied ist für Jule nicht endgültig. Ein Kratzigerl wie Jule gehört einfach nach Berlin. Die Frage ist nur, wann sie wieder zurückkehrt, meinte die Schauspielerin. Happy End für Tuna und Lil? Doch was bedeutet Jules Weggang für Tuna, Thomas Drechsel, und Lil, Iris Mareike stehen? Wird es für die beiden einstigen GZSZ-Liebenden womöglich ein Happy End geben?